Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe was gefunden und das möchte ich euch zeigen. Und zwar ist das dieses Schätzelein von Rituals. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was das ist und was da drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe das bei Rituals bestellt selber für 59,90 und das nennt sich, Moment, ich habe es aufgeschrieben, The Garden of Happiness. Ist das nicht wunderschön? Und hier sind so 10 Schächtelchen drin. Ich habe eben das schon mal ein bisschen präpariert, dass wir uns das mal intensiver angucken können. Und da sind auch 10 Produkte drin, auch aus dieser neuen Reihe, The Ritual of Yosakura oder Yosakura. Und es riecht schon mal unheimlich gut. Und ich würde sagen, wir schummeln ein bisschen. Das heißt, ich nehme schon mal die ganzen Produkte raus, dass wir das Ganze auch die ganze Zeit im Hintergrund sehen können. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein schönes Geschenk so zu Ostern ist, zum Muttertag oder. Es stand, glaube ich, auf der Homepage, dass man das ansonsten auch so teilen könnte. Sprich, wenn man dann Besuch da hat, dass man das dann so jeweils auf die Plätze stellen kann und so. Ist, glaube ich, auch eine gar nicht mal so verkehrte Idee. Erwin hat sich jetzt leider schon ein bisschen in seinen Frühjahrsschlaf verabschiedet. Deswegen habe ich es mal dahin gestellt. Übrigens habe ich auch, weil ich bei Rituals irgendwie einfach angemeldet bin, sowas mit dazu gekriegt. Das ist auch aus der Ritual of Yosakura Reihe Cherish the Night. Da haben wir drin ein Foaming Shower Gel Mousse und diese Rich Body Cream. Einfach so in dieser Set-Geschichte. Finde ich persönlich schön. Und hier haben wir 50 ml von dem Duschgel drin und 40 ml von der Body Cream. Also da hat man dann auf jeden Fall schon mal ein Dusch vorher, also in der Dusche und ein Dusch nachher. Ganz gut am Start. Vielleicht werde ich das hier tatsächlich meiner Schwiegermama in Spe zu Ostern schenken. Das wäre ja gar nicht mal so verkehrt, ne? Okay, ich habe jetzt die ganzen Produkte schon mal aus diesem Schätzelein rausgeholt, vor mir hingestellt und Leute, hier riecht es bombastisch. Und ich starte mit Nummer 1, denn die ganzen Büchschen sind auch tatsächlich nummeriert. Ich glaube nicht, dass es eine große Reihenfolge hat. Es war halt nur, ne, wie man das halt quasi dann letztendlich dahinstellen muss. Als erstes habe ich hier The Ritual of Yosakura, so eine Kerze. Ich glaube, die haben immer so, weiß ich nicht, 50 Gramm oder sowas. Die kann man ja auch, also die konnte man irgendwann mal irgendwo, ich glaube, bei Parfüm Dreams auch einzeln kaufen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zuallererst den Duft zu schnuppern. Es riecht schon ein bisschen nach Sakura, aber es hat auch ein bisschen etwas mehr. Also quasi nicht nur die Kirschblüte, die ja quasi bei Ritual of Sakura mit drin ist, sondern du hast auch etwas mehr Schweres mit dabei. Etwas Edleres. Das finde ich ganz cool. Also die Kerze wird definitiv hier verwendet werden. Etwas, was auch für den Raumduft was Schönes gibt, aber nicht ganz so mein Vibe ist, ist hier aus der Ritual of Sakura Reihe dieses Home Perfume. Da sind 50 ml drin. Das habe ich schon mal verwendet. Ich persönlich finde, dass es nach eingeschlafenen Füßen riecht. Ich liebe die Reihe. Definitiv. Die finde ich großartig. Aber als Raumparfum kann ich die nicht haben. Das finde ich ganz gruselig. Mag ich nicht. Nein. Und wir bleiben bei Düften. Da haben wir hier auch ein Parfum drin. Und das finde ich ja irre geil. Du hast auch hier einen höheren Wert, einen höheren Warenwert als das, was du dafür ausgegeben hast natürlich. Ne? 15 ml haben wir hier drin von dem Parfum Refte Hanami. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Traum von Hanami auch in dem Adventskalender drin hatten. Bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Ich habe eben auf jeden Fall geschaut. Ich habe es nicht hier. Ich meine, dass ich das schon mal hatte. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich sprühe es auf jeden Fall, weil ich habe heute noch kein Parfum verwendet. Oh. Das ist ein schönes Alltagsparfum. Das hat auch, ich glaube, was von Bergamotte oder so mit dabei. Es ist nicht ganz so süß und so, wie soll ich das sagen? So mega blumig, wie ich das tatsächlich immer gerne mag. Und ich weiß auch nicht, inwiefern das jetzt mit den beiden Yosakura und Sakura Reihen zusammenhängt, weil ich finde nicht unbedingt, dass mich das an die beiden Reihen erinnert. Das hier riecht ein bisschen herber, um das mal so zu sagen. Aber es riecht okay. Es ist aber nicht das, was ich schon mal da hatte. Nee, das riecht anders. Dann habe ich hier auch einen ganz schönen Klassiker Ritual of Sakura. Das ist so ein Foaming Shower Gel, Reismilch und Kirschblüte, 50 ml. Die, ja, Duschschäume von Rituals sind schön. Ich persönlich finde halt nur, die hätten das irgendwie so ein ganz kleines bisschen anders machen können.
dass quasi hier auch direkt der Schaum rauskommt. Weil so bekommst du das Gel auf die Hand, schäumst es dann an deinen Händen oder am Körper auf, ne? Ich finde, das ist einfach ein viel schöneres Erlebnis, wenn man halt direkt diesen Schaum hat und sich einschäumt und dieses Erlebnis hat. Das hat man meiner Meinung nach damit nämlich leider nicht ganz so sehr. Trotzdem, ich mag den Duft, ich finde die Reihe großartig. Etwas, was ich im Sommer ganz gerne verwende, ist hier aus der Ritual of Yozakura-Reihe das Shimmering Body Oil. Das sind 30 Milliliter drin. Und wir kennen das ja schon, das ist ja auch im Standardsortiment ganz normal mit drin bei Rituals. Hier haben wir aber dann offensichtlich nochmal eine andere Duftrichtung und auch ein bisschen anderen Schimmer. Ich mag sowas ganz gerne, wenn ich dann im Sommer das auf die Beine so drauf mache, da muss man ein bisschen aufpassen, weil dieses Körperöl, was da natürlich drin ist, ne, dosiert das sehr, sehr dezent, weil ansonsten hinterlasst ihr überall Ölflecken, wo ihr quasi mit den Beinen in Kontakt kommt. Aber trotzdem, sehr schönes Produkt, auch ganz schön hier so im Dekolleté-Bereich. Ja, das sieht einfach schön aus, ne? Und ich finde auch, dass es eine gute Größe ist. Es gibt es ja auch in der Originalgröße. Das ist mir tatsächlich zu groß, weil ich da einfach nicht den ganzen Sommer über... Also das hier reicht mir für einen Sommer, definitiv. Das hier ist auch eins der Highlights aus diesem Schätzelein hinter mir. Auch von der Ritual of Yozakura-Reihe Cherish the Night Rich Foaming Shower Gel Black Rice and Yoshino Cherry. Da haben wir jetzt einfach mal auch die Beschreibung, wonach es riechen soll. Also quasi nach Schwarzkirsche, nach schwarzem Reis und Yoshino-Kirsche. Die kenne ich nicht, die Yoshino-Kirsche. Das ist eine Originalgröße, da bin ich so gespannt drauf, wie das dann sein wird unter der Dusche. Finde ich großartig. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was für die Handpflege, Leute. Ihr seht's, ne? Es wird wärmer, ich bin wieder im Garten, ich wühle wieder im Dreck. Da sehen meine Hände aus wie Hulle. Da kann ich Handcreme gebrauchen. Und hier haben wir die Ritual of Sakura Recovery Hand Balm Geschichte. So gut für trockene Haut, 70 Milliliter. Finde ich persönlich, ist jetzt auch im Frühjahr ganz gut aufgehoben, weil ich glaube, dass es vielen Leuten so geht wie mir. Dass man halt jetzt so am Anfang noch diesen Elan hat, im Dreck fühlt und halt auch noch richtig viel machen muss, ne? Und dementsprechend die Hände dann auch echt leiden. Und da kommt so eine Handcreme auch wirklich ganz, ganz gerufen. Und damit wir auch nach der Dusche ein schönes Körpergefühl haben, haben wir auch in dieser Geschichte drin die Rich Body Cream aus der Ritual of Yozakura-Reihe. Und zwar mit 40 Millilitern. Da bin ich auch sehr, 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 sehr gespannt drauf, wie die so sein wird. Auch von der Reichhaltigkeit und so. Mache ich die vielleicht direkt mal drauf? Warum eigentlich nicht, ne? Komm, wir sind jetzt mal neugierig. Ich habe eben bei einem anderen Unboxing schon was auf meinen Arm gemacht. Kann ich euch im E-Mail verlinken. Die Esper-Box von Look Fantastic. Okay, jetzt habt ihr gar nicht gesehen, wie das rauskam. Es ist halt eine ganz normale Body Cream. Keine Body Milk, ne? Das ist tatsächlich auch schon ein bisschen, ja, reichhaltiger. Aber es zieht gut weg. Und es riecht dezent. Jetzt auf der Haut finde ich den Duft jetzt nicht so überragend, muss ich gestehen. Also es riecht ein bisschen muffig. Liegt das an meiner Haut? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das auch schon mal gerochen habt auf eurer Haut, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber mich haut der Duft jetzt gerade leider auf meinem Arm nicht ganz so um. Das ist ja schade. Oh, ich habe mich so drauf gefreut. Naja, gut, dann habe ich hier noch als Alternative die Ritual of Sakura Body Lotion Mousse Geschichte. Das finde ich super, das kommt nämlich auch wirklich mousseartig raus. Reismilch und Kirschblüte haben wir hier, ne? 150 Milliliter. Das ist ein Produkt, was, glaube ich, vor 2 Jahren oder so auch erst relativ neu gelauncht wurde, meine ich jedenfalls. Dann fing das nämlich an, dass wir die auch mal in der Box drin hatten oder in einem Adventskalender. Und das ist auch eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Ich mag das ja ganz gerne, wenn Produkte auch, so zum Beispiel an den Oberschenkeln mag ich es gerne, wenn das etwas öliger ist, etwas reichhaltiger. Oder an den Schienbeinen oder sowas mag ich das auch, also nicht reichhaltiger, sondern wenn das halt etwas öliger von der Konsistenz her ist, ne? Auch an den Schienbeinen und so. Also meine Beine generell dürfen gerne eingeölt werden. Wie eine Ölsardine fühle ich mich dann gerne dort. Und das ist aber nicht so intensiv, ne? Das ist gut wegziehend und ja, auch sehr schön. Und ich mag einfach Ritual of Sakura. Und jetzt kommen wir zu Nummer 10. Das durfte natürlich auch nicht fehlen, auch aus der Yozakura-Reihe. Das Pink Sugar Scrub, also quasi mit pinkem Zucker. Es ist ein Körperpeeling, 45 Gramm. Und das finde ich schön.
Das finde ich richtig schön. Ist jetzt auch eine ganz gute Größe, wenn man vielleicht verreist und nicht halt diese großen Pöttchen mitnehmen möchte, dass man da zum Beispiel dieses Peeling, die Bodylotion und einen hier so einen Duschschaum oder so vielleicht mitnimmt. Das kommt ganz gut, muss ich sagen. Ne? Das finde ich auch schön. Und ein Peeling brauche ich persönlich auch immer, denn ich peele mich jeden, also zweimal pro Woche, jeden Dienstag und jeden Freitag. Und auch wenn ich verreise, möchte ich sowas immer mit dabei haben. Deswegen feiere ich es auch, dass wir hier ein Zuckerpeeling drin haben. Denn meine präferierten Peelingarten sind Zuckerpeeling und Salzpeeling. Und hiermit haben wir wirklich eine schöne Pflegegeschichte am Start. Vor allem, also der Körper ist ja schön gepflegt. Man hat ein bisschen Homespa mit dabei, ein bisschen Duft auch am Start. Und wie gesagt, ich finde einfach, dass es ein tolles Geschenk ist, dass es echt was hermacht. Das ist schon hübsch, oder? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Also ich finde es tatsächlich auch schöner, wenn man halt das Set auf diese Art und Weise so präsentiert bekommt oder halt ne, so verschenken kann, als wenn du das halt einfach nur in einem Karton hast. Wenn du es halt persönlich überreichst, klar, ne? Und deswegen, ich finde das wunderschön. Ich bin ja sowieso so ein Fan von diesen Kirschblütengeschichten und so. Deswegen, ich feiere das hart. Lasst mich gerne eure Gedanken in den Kommentaren wissen. Und ansonsten ist natürlich auch diese Schätzelein unten verlinkt. Und ja, dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Ich bin happy. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.